Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Bier um 4. Immer freitags, immer hier, ein Feierabendbier. Und diese Woche, wie natürlich angekündigt, mit dem Wolters Premium Pilsner. Ich hatte glaube ich letzte Woche gesagt, Wolters Premium Pilsner, aber es wird anscheinend anders ausgesprochen. Es ist ein Pilsner Premium, ob die es hier auch immer wieder anders auf die Flasche schreiben, wie es gerade passt. Okay, kommen wir wie immer natürlich erstmal zur Internetpräsenz der Brauerei. Da haben wir hier Hofbrauhaus Wolters und dann haben wir ja Wolters Pilsner Premium. Geschmack, dem man treu bleibt. Das Motto dieses Bieres anscheinend. Unverwechselbarer, edelherb, aromatischer Geschmack, der höchsten Ansprüchen genügt. Wolters Pilsner Premium wird immer dann sehr geschätzt, wenn es gilt, Gäste mit etwas Besonderem zu verwöhnen oder sich selbst eine unverwechselbare Freude zu bereiten. Ich mache mir heute Freude, ist ja super. Okay, das finde ich jetzt immer niedlich geschrieben, von daher, ja. Okay, Bierart, untergärig, Biergattung, Vollbier, natürlich ist ein Pilz. Okay, Stammwürzegehalt ist 11,2 bis 11,4% und Alkoholgehalt 4,9 Volumenprozent. Erhältlich in Flaschenbier, ja, und das Fassbier, wollen wir gar nicht wissen. Wir haben es als Flasche, das reicht jetzt erstmal für heute. Gut, gucken wir uns die Flasche mal kurz an. Vorne drauf ein sehr aufwendiges, verworrenes Logo mit so zwei Löwen und der Krone in der Mitte. Also irgendwie sieht aus wie so ein altes Familienwappen oder sowas. Ich halte das mal kurz in die Kamera, könnt ihr es angucken. Dann steht ja darunter Premium und Wolters Pilsner. So, ich denke, das sollte gereicht haben. Man konnte es mal kurz sehen. Wenn ihr es vielleicht lesen konntet, hier steht noch irgendwie Neck, Aspera, Terrent. Ich vermute mal, Latein wissen tue ich es gerade nicht. Und Immota Fides. Naja, gut. Ich gebe mir jetzt keine Mühe, das irgendwie zu interpretieren. Wir lassen es einfach so stehen. Die Rückseite. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Dann nochmal wieder das Logo, aber ganz, ganz klein diesmal. Wolters Pilsner Premium. Unverwechselbar, edelherb, aromatisch. Drei Schlagwörter. Mehr ist jetzt im Geschmack gar nichts erzählt. Also unverwechselbar, edelherb, aromatisch. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt. Hofbrauhaus, Wolters GmbH aus Braunschweig das Ganze. Gut, machen wir es auf, gucken was drin ist. So, ach, Plopp muss sein, nicht vergessen. Ja, und jetzt rein ins Glas. Ah, ist doch ein bisschen schaumwilliger, glaube ich. Okay, geht das in einer Rutsche? Das geht, das geht, das geht. So, hat jetzt einmal funktioniert, wunderbar. Kommen wir zur Optik. Farbe erstmal, ihr seht es nicht, da steigen reichlich Bläschen auf. Also es ist fleißig am Sprudeln. Gefällt mir von der Optik immer sehr gut, wenn da ordentlich Bläschen sind oder zumindest ein bisschen was. Und wenn da gar nichts kommt, na, das trübt immer für mich die Optik jedenfalls. Wenn es eine Flasche ist, interessiert mich das nicht, da sehe ich da nichts von. Dann der Schaum, ja, fein bis mittel mischporig. Ja, obendrauf, ja, eher ein bisschen luftiger, fällt auch schon hier und da ordentlich zusammen. Also lange hält er sich, glaube ich, nicht. Farbe. Haben wir hier eher ein bisschen goldiger das Ganze. Also letzte Woche, das war ja eher so Richtung Strohgelb und eher dünn und noch nicht so ganz klar. Bei dem, was war es? Altenauer Pilsner oder Pilz. Hier haben wir jetzt ein richtig, richtig kräftiges Gold. Sieht für mich jetzt sehr goldig aus, das Ganze. Absolut klar, blank, das Bier. Doch, sieht eigentlich sehr ansprechend aus, auch mit der Schaumkrone. Gut, die könnte jetzt vielleicht ein bisschen sahniger sein, aber ach. Das lassen wir jetzt einfach mal. Gut, kommen wir zum Geruch. Riecht eher ein bisschen blumiger, also sprich ein bisschen süßer, aber da schwingt eine deutliche Hopfennote mit. Also es ist im Prinzip eine Blumenwiese mit Gras. Ja, ordentlich Gras dabei, das Gras, das blüht auch gerade. Egal, ich erzähle hier schon wieder Tünnef. Jedenfalls für mich jetzt würde ich sagen, so eine vom Geruch her, eine Mischung aus. Ja, ich erwarte jetzt eher ein bisschen leicht würziges Bier mit ein bisschen Herbe dabei. So ist jetzt so vom Geruch her der Eindruck für mich. Und von daher gucken wir, ob ich da richtig liege. Prost!
Ja, ich glaube, da lag ich gar nicht ganz so falsch. Ist vielleicht doch ein bisschen herber geworden, als ich dachte. Ist im Antrunk auf jeden Fall schön frisch. Das passt, also wie es eigentlich für den Pilz gehört, am Anfang schöne Frische. Und dann im Mittelteil, ja, liegt dann so langsam so eine, ja, eher ein bisschen herberes, aber auch gefolgt gepa oder gepaart mit einer angenehmen Würze dabei. Nehmen wir mal einen Schluck. Das ist aber auch nicht allzu viel. Aber dann hintenrum, beim Abgang, wenn es quasi runterschluckt, da macht sich so richtig breit im Mund, wenn ihr dann ja, nochmal wieder Sauerstoff zuführt, dann gibt das nochmal alles hier, dann kommt nochmal so ein bisschen herber, bisschen bitterer hintenrum. Aber es ist bis jetzt, nach den zwei, drei Schlücken, die ich jetzt hatte, noch nicht störend. Mal gucken, wie es jetzt wird, wenn ich nochmal einen Schluck nehme. Nee, also ich muss sagen, geschmacklich finde ich das ganz okay. Es ist eher her, leicht Würze ist dabei, aber definitiv eher ein herbes Bier und von daher spricht das mich wirklich eher an. Also dieses ja, unverwechselbar edelherb aromatisch. Aromatisch kann jetzt natürlich viel bedeuten, aber edelherb kann ich unterstreichen, ist auf jeden Fall seitdem mit dabei und dann gepaart mit so einer leichten Würze, die gehört einfach irgendwo da auch immer mit da rein, wenn so ein Bier gar nicht würzig ist. Fehlt da auch was und dann ist es einfach, dann sagt ihr ja, das ist schön herb, aber boah, irgendwie auch wie Wasser und also so ein herbes Wasser ist einfach auch nicht schön. Nochmal ein letzter Schluck und dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Nee, kann ich nichts mehr hinzufügen, eher herb. Dieser herbe Faktor versteckt sich auch erwartungsgemäß so ein bisschen noch im Laufe des Bieres. Also umso mehr Schlücke ihr nehmt und wenn ihr wirklich darauf achtet, dann schmeckt ihr dieses Herbe deutlicher heraus und die Würze tritt noch weiter in den Hintergrund. Von daher eher als herbes Bier einzuordnen. Ja gut, damit sind wir auch schon wieder durch. Das war also Bier um 4 für diese Woche. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen und wenn es so ist, ihr wisst das schon, wie immer. Däumchen drauf. Dann freue ich mich und ja, nächste Woche sehen wir uns dann wieder hier, ich habe es schon mal hier hingestellt, mit Brinkhoffs Nummer 1 Premium Pilz Pilsner. Entschuldigung, dass Sie das auch nicht einheitlich machen können. Gut, das wie gesagt kommt jetzt in den Kühlschrank für nächste Woche und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zusehen und macht's gut.